Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Runde Ultimate General Civil War. Nach dem Debakel auf Sanders Farm sind wir jetzt bei Laurel Hill, 10. Mai 1864. Laurel Hill, gab es da nicht mal eine Sängerin? Naja. Fugees, glaube ich, ne? Bei den Fugees. Oder hieß die nur Laurel? Na, egal. Nach der blutigen Schlacht in der Wilderness hat sich die Armee der Unionisten nach Süden zurückgezogen. Alle verfügbaren konföderierten Streitkräfte in Virginia haben damit begonnen, die wichtigen Kreuzungen von Spotsylvania Courthouse zu befestigen, um den Vorstoß der Yankees nach Süden in Richtung unserer Hauptstadt aufzuhalten. Bei Tagesanbruch am 8. Mai rückt das 5. Korps der Unionisten gegen unsere Verteidigung auf der linken Flanke vor. Die Unionisten scheinen zu planen, unsere Linie bei Laurel Hill zu durchbrechen. Dort ist nur General Andersons Regimenter aufgestellt. Sie haben den Befehl, sofort ihrer Korps zu entsenden. Sie sollen General Anderson unterstützen und unsere Linie verteidigen. Gehen Sie dann zum Gegenangriff über und vertreiben Sie die Yankees. Ja, klar. Wir machen einen Gegenangriff. Jawohl. So, ich schicke meinen Lieblingsgeneral, General Heinrich, in die Schlacht. Ich hatte die Armeen, die oder die Korps, Brigaden, die 2500 Männer hatten, nicht weiter aufgerüstet. Ich habe es maximal bis 2000 gemacht, außer eine Einheit, die hatte halt noch fast so viel. Ich spare gerade. Und mal gucken, wie wir jetzt die Schlacht schlagen und was halt, ja, was wir halt für die große Schlacht benötigen an Soldaten. Der Angriff der Unionisten scheint begonnen zu haben. Ihre Artillerie versucht, unsere Gräben zu schwächen und ihre Infanterie wird jeden Moment erwartet. Ja, General Andersons Männer haben sich stark verschanzt. Sie sind jedoch zahlenmäßig weit, weit unterlegen. Ja. Sieht aus wie mein drittes Korb. Auch da sind Männer. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Feind die Verteidigungslinie durchbricht. Mehr Truppen aus dem Zentrum und von der rechten Flanke sind auf dem Weg und befinden sich bald unter ihrem Kommando. Du, 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 du. Ja, was machen wir, was machen wir? Also euch da hinten spendiere ich eine Kanone. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Kanone. Wir haben da Supply, da geht der Supply dahin. Dann Lane, nur mal 2000 Mann. Kommen die Einheiten teilweise so auf. So. Achso, let's start und let's pause. So, ihr dürft laufen. Ich kann nicht da wegziehen, ja. Also erstmal ein Kanönchen dahin. Ist ja alles voller Kanönchen, ist ganz gut. Supply haben wir in der Mitte. Heinrich rennt aber zu dieser Linie. Wenn der Anderson ist, brauchen wir hier nur einen General. Ich überlege gerade, ob er die Befestigung, ob ich die erstmal besetze. Erstmal ranlaufen. Die Kurve ist scheiße, das weiß ich jetzt schon. Hier, was will ich erstmal sagen? So, ihr beiden. Ihr rennt auch erstmal. Straight erstmal hier hin. Und du, ihr kriegt hier eine Kanone, die hätte ich gerne auch ziemlich im Zentrum. Und so. Laurel Hill. Also die Position muss ich halten. Warum ich hier Einheiten habe, weiß ich nicht. Vielleicht, falls sie von hinten angreifen.
werden wir uns überraschen lassen. So, ich pack da mal Siegfried rein. Oh, die sind schon da. Dann wieder auf Position. So. Camper, ran. Siegfried ran. Hier machen wir das folgendermaßen. Genau, du gehst wieder zurück. Beatty nimmt die Innenseite. Upsala, was habe ich jetzt gedrückt? Außen hier. Hier einen schicken wir nochmal darüber. Die Wälder. Und Lane bitte dahin. Okay, muss mal warten. Puh. Los. Nicht ausruhen, laufen. Und zwar dahin. So, nochmal ganz kurz die Lauferei rausschalten. Ah, hier kommen doch mehr auf der Seite. Vielleicht da ins Haus mal reinstellen. Kanone bitte ins Zentrum schießen. Yankee-Kavallerie gesichtet. Die Schweine. Ach du Scheiße. Das wird da nichts an der Seite. Die ist gleich weg. Kanone dahin. Das sind doch mehr. Ah, die dritte ist gleich weg. Hm? Ja, haben wir noch ein paar weggehauen. Oder weggeschossen. Die laufen auch. Wunderbar. Wenn die laufen, runterlaufen, dann gehen sie ins Gebäude und geben den zweiten da die Unterstützung. Deckung geht ganz gut. Bleibt da, wo ihr seid. So, wie ich gesagt habe, ab ins Gebäude. Renntuter. Okay. Da kommen die nächsten. Kann sein, dass er sich gleich hier zurückziehen muss. Sind noch motiviert. Vielleicht noch eine Salve von beiden. Jetzt noch eine von der Seite. Los. Wunderbar.
hier wieder zurück. Die sind wahrscheinlich wieder motiviert. Und laufen wieder auf. Ausschalten. Die laufen gleich wieder, wunderbar. Upsala, jetzt habe ich noch einen Schluck Kaffee verdient, aber man... So kann es bleiben. Wenn sie immer schön ranlaufen, wieder abhauen, ranlaufen, wieder abhauen, das, sowas gefällt mir. Ah, jetzt sind die wieder motiviert. Das Schlimme ist, sie müssen der Hügel rauf, ne? Das zieht, glaube ich, ganz schön an der Ausdauer. Mehr Verstärkung nähert sich. So, 2000 Mann. Einmal hier hoch. Laufen. So. Ihr beide erstmal in diese Richtung. Und ihr ins Zentrum. Und ich hätte gerne noch eine Kanone hier, bitte. Da oben in der Ecke vielleicht doch noch mehr hinpacken müssen. Einmal hätte ich hier eine Einheit bitte. Wenn sie kommen, kriegen sie da aus dem Wald auch noch einen drauf. So, Yankee-Kavallerie gesichtet. Ich weiß nicht wo. Ah, da. Da greift einiges an. Laufen, das gefällt mir ganz gut. Brauchen die Kanonen ein bisschen schneller als erwartet, als gedacht. Deckung, es geht. Genau, und die Kavallerie gleich wieder nach Hause geschickt. Unterstützung. Was hast du? 88, kann ich auch mitleben. Auf alles zielen, was sich bewegt, Jungs.
Aber alles, was ankommt, läuft gleich wieder. So gefällt mir das. Oh, hier wird's aber auch gefährlich, ey. Lieutenant Frank Huger wurde verwundet, wo immer der ist. Ich hoffe, es war keiner von meinen. Oh, da kommt der nächste. Atkins, schützen, schießen. Halte die Linie. Alter, was da alles ist. Weil die Kavallerieeinheiten, wenn wir Glück haben, kommen hier gar nicht an. Die werden immer schön vorher weggeschossen. Hier fallen sie, das gefällt mir. Fallen. Schön, schön, schön. Unsere Verstärkung ist da. Ich glaube, ich halte sie zurück. Die laufen. Panzen gönne ich hier, packe ich hier mit hoch. Das war's. Na, Grimes. Schicke ich da mal auch lang. Kanone, genau. Obwohl, kann auch hier schön bergauf. Die Kanone möchte ich da nicht hochtragen. Alles versuchen sie es wieder, stellen sich hier breiter auf. Dann hat das 15. auch mal eine Chance, da was zu töten. Wenn das 15. überhaupt nicht mal wird. 242. Oh, super. Keine Linie, wir sollen ja durchbrechen, Gegenangriff machen. Ne? Ich weiß noch nicht mit welchen Einheiten und wo. Würde mich auch mal sehr interessieren. Empty. Na, scheiße.
Oh, die sind abgehauen. Der Randa. Ich stelle meine Leute nicht in diese Kurve rein. So, greifen Sie an, wenn Sie die Gelegenheit günstig ist. Also ich sehe es noch nicht, dass sie günstig ist. General, unsere Männer kämpfen tapfer, um den Angriff der Unionisten an der linken Flanke abzuwehren. Aber dies reicht einfach nicht. Die Unionisten haben viel mehr Ressourcen und werden weiter angreifen. Jo, sehe ich auch so. Wo könnte man nur durchgreifen? Mit dem Zentrum oder was? Wir müssen zum Gegenangriff auf die Schützengräben der Unionisten übergehen. Okay. Und das Hauptquartier der Union bei den Alsop-Feldern einnehmen. Wenn wir erfolgreich sind, dann werden die Yankees ihre gesamte Armee aus Spotsylvania abziehen. Gibt es den Ort in echt? Ist doch bestimmt Fantasy. Fantasy-Ort. So, endlich Verstärkung. Wenn da Kavallerie ist, werde ich jetzt da meine Hauptangriff auf diese Linie fortführen. Und dann rocken wir da die Ecke. Laufen. Meine Hoffnung ist, dass wenn hier eh nur Kavallerie ist, dass da einfach nicht viel ist, ne? Dass wir da durchbrechen können. Weil hier sind noch ganz gut Leute. Hier oben könnte unser magischer Durchbruch passieren. Nicht so wie die angezeigt haben durchs Zentrum. Das glaube ich eher weniger. Und dann schießen wir sie vom Berg runter. So, alle Mann sind bereit. Einfach vorne und jetzt drängen wir sie den Berg runter. Lücke aufgetan. Hier, ihr beiden. Lauft mal weiter. Lauft mal dahin. Ich halte hier nochmal hier in der Ecke. Auf Ferrero. Da mal hin. So.
Halt, Feuer. Atkins, vorne. Es wird ein bisschen dauern, bis wir da weiter sind, aber da hat sich eine Armee aufgelöst. Hansen gehen ins Haus. Die ziehen sich weiter zurück, das gefällt mir. Kanonen hinterher. So, das heißt, wir haben jetzt Ihmchen, Ihmchen, Ihmchen. Vorne. Laufen. Wunderbar. Weiter. Nach vorne. Dahin. Kavallerie. Ah, das sieht hier alles noch gut aus. Und auch Frank läuft wieder. Die laufen auf. Vorwärts, Männer. Nee, einfach gegenschießen. Jetzt muss er da Frank wieder weglaufen, damit er da durchkommt. Kann nur nachziehen. So, nach. Wunderbar, die laufen auch. Das heißt, Sweeney kann gleich hier schön an die, von der Seite. Kümmere dich um wieder. Ihr könnt weiter vorrücken. Kanone weiter hinterher. Weiter ran, weiter ran, weiter ran. Komm schon mal zur Seite. Der läuft wieder. Atkins, komm mal hier zur Seite. Dass wir den Graben da von der Seite kriegen. Wäre ganz toll. Jetzt mal was Abgefahrenes. Sweeney, Attacke! Sweeney. Ist der Nahkampf irgendwie abgelaufen? Schade. Dann mache ich wieder Kavallerie. Wir müssen laufen. Schießen sie uns in den Rücken. Los! Charge! Drängt sie zurück. Und ziehen ab. Ich ziehe auch ab. Du kannst die Mauer hier übernehmen. Grimes, komm mal weiter hier zurück. Hier lebt alles noch und stirbt alles noch. Grimes gleich mal weiter. Wir finden noch Kanonen oder so.
weiter. Weiter vorrücken. Weiter vorrücken. Kanone weiter. Halt. Gucken wir mal, ob hier hinten was steht, wenn ich immer schon mal ein. Ah, die laufen. Weiter. Weiter. Da ist ein Cover, den holen wir uns mal. Weiter. Ohne weiter. Oh, die machen einen Gegenangriff. Und da steht alles vor der Kanone. Drehen die sich? Ja. Grimes, weg, 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 weg. Zurückfallen, Grimes. Ah, jetzt laufen wir. Okay. Müssen wir weiter, weiter, weiter. Auch ein Allemann, den wir kriegen können. Eine Kanone versuchen wir nochmal irgendwie zu kriegen. Die haben es eingenommen, die haben es noch gar nicht irgendwie zurückerobert. Ist ja cool. Okay. Hier holt euch die Kanone. Weiter nach vorne. Oh, und jetzt wieder laufen. Los, Grimes, hau ab da. Ne, die sind doch nicht so weit. Das wird knapp. Laufen. Weiter nach vorne, weiter nach vorne. Ach, hier stehen auch noch Leute. Stehen einfach nur dumm rum. Oh, jetzt kommt die Katze wieder. Na komm.
Laufen, Männer! Kanonen nachrücken! Na! Kommst du? Oh, dahin! Kanonen nachrücken! Sieht doch sehr gut aus. Marsch! Und ihr könnt gleich dahin, warte mal. Mal dahin. Ihr geht dahin. Ihr beiden geht dahin. Eine Stunde haben wir noch. Es sieht sehr gut aus, dass wir die Zeit schaffen. Jetzt könnte man langsam hier zum Gegenangriff ausführen, aber ich warte. Nicht, dass ich wie ein Kessel bilde und da selbst nicht mehr reinkomme. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Attacke. Grimes, komm mal weiter rum. Vielleicht kannst du noch eine Kanone schnabulieren. Feuer. Vorne. Hier warte ich. Reserve. Halt. Die laufen gleich. Ja, da unten. Kannst du mal holen. Es wird auf jeden Fall umkämpft. Aber eine scheiß Idee. Grimes hier zurück. Okay, jetzt holen wir uns die da auch nochmal. Weiter vor. Kann ich das noch zum Gegenangriff ausführen hier? Da jetzt voll motiviert gleich mal einen drauf geben, ne? Hier sind einzelne Kanonen. Grimes, komm mal runter. Mal weiter, Kanone.
Linie kommt. Ah, nicht verstecken, kämpfen! Oh, da läuft hier alles. Weiter. Baxter hat aufgegeben. Wer ist Baxter? Baxter. Dann kommen wir jetzt zurück, Baxter. Leben ja immer noch. Nur ein toter Blaurock. Das ist ein guter Blaurock. Weiter. Weiter. Schießt die nach Hause. Schießen sie bis nach Washington. Grimes, wirst du übermütig. Zurückkommen und beenden, bevor Grimes stirbt. So, das war ein Sieg. Das war eine schöne Schlacht. Ah, wie viel verloren? 9000. 9000 verloren. Die haben aber 28.000 Mann verloren. Das ist doch gut. Über ihre Hälfte, ey. Fast ihre komplette Armee. Das war gut. Ja, 8 Ruf, haben wir 1000 zusätzlich. 15.700 Mann insgesamt. Somit haben wir wieder 26.000. Ja, 10 muss ich wahrscheinlich hier erstmal irgendwie hier reinstecken. Und hier wieder yes, sir. Sehr viele wichtige Männer verloren. Yes, sir. Wimes hat es auch erwischt. Yes, sir. Das heißt da vorne. Pizza Forno. So, jetzt haben wir nur noch Cold Harbor vor uns. Ja, leider nur minus 10% der Armeegröße, ne? Ja. 15 hätten es sein können. Da haben wir leider nur einen Unentschieden rausgeholt. Eieieiei. Fast 20.000 Mann können wir rauskriegen. Und die Armee ist halt 99 bis 104.000 Mann stark. Ich klicke mal kurz auf Start. Ich will mal kurz wissen, wie viele Bataillone darin verwickelt sind.
Joa, drei, einmal modrige Verstärkung. Mal gucken, ob wir da 15 Brigaden noch mal ein bisschen verbessern. Sonst können wir die restlichen Menschen, Freiwilligen unter den ersten beiden Korps ausmachen. Ja, mehr wollte ich gar nicht wissen. Gut, ich denke mal, nach dem Desaster auf dem Zandersfeld lief die letzte Schlacht doch sehr gut. Was sagt ihr dazu? Gebt mir doch gerne ein Like, ein Abo wäre auch ganz schön. Ansonsten sage ich mal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!